Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum letzten SteelTrader Helpdesk Webinar in 2019. Selbstverständlich mit Dirk Hilger, der SteelTrader Vater. Und mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Lab. Bitte nicht stören jetzt im Intro, ja? So. Also, wir schauen uns den Risikohinweis an. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken, wie immer, wird auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn es heute mehr oder weniger um den SteelTrader an sich geht. Denn am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Egal, welche Informationen Sie heute mitnehmen. So, in der Zeit, indem ich den Monitor an den Dirk übergebe, darf ich auch freudig verkünden, dass wir das Webinar auch in 2020 weitermachen. Vielen Dank, Dirk. Und ich werde gleich den Link auch in den Chat kopieren, sodass Sie sich dann auch entsprechend für die neue Webinarreihe in 2020 registrieren können. Genau, also wir haben die Chat-Funktion. Dort können Sie Ihre Fragen stellen. Ich habe schon gesehen, da ist schon eine Frage drin. Also natürlich, das Webinar ist ja für Sie gedacht, dass Sie dem Herrn Hilger auch die Fragen direkt live stellen können zum SteelTrader. Und deswegen seien Sie fleißig, sonst langweilt er sich. Und ja, Ja, viel Erfolg, viel Spaß. in dieser Sekunde verabschiedet sich meine Kamera hier. Das GoToWebinar, das killt mir immer hier alles. Das ist unglaublich. Ja, gut, dann nicht. Ne? Mann, ey, das habe ich mir extra fein gemacht. Und dann sowas. Hoffentlich springt jetzt nicht irgendwie so zwischendurch mal ein. So, dann hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite aus Köln zum, wie der Nelson schon sagte, letzten Helpdesk Webinar, hier hat sich irgendwie gerade alles verabschiedet in diesem Jahr. Ah ne, da ist noch ein bisschen was. Der Ton ist leicht übersteuert. Auch das noch. Stimmt, das sehe Jetzt. ich schon. Ja, Moment, ich drehe mal ein bisschen runter, runter, runter. So ist besser, ne? Gut, also nochmal. So, also wie der Nelson schon sagte, letztes Mal für dieses Jahr und dann auch noch ohne Kamera. Das ist doch jetzt, das ist doch unfassbar. Warum steigt das genau jetzt hier aus? So, ich kann die jetzt aber nicht neu starten, sonst fange ich hier irgendwie gerade bei Null an. Ist aber nicht schlimm. Dann haben wir noch die Kleine hier, ne? So, also ich hoffe, man sieht irgendwie alles, wo ich hier so unterwegs bin. Mein Bildschirm müsste eigentlich da sein, wenn ich das richtig sehe. So, ihr seid auch alle da, das ist sehr schön. Gut, ja, wo fangen wir denn an? Hast du, sind irgendwelche Fragen schon im Vorfeld irgendwie Ja. reingekommen, muss ich nämlich gestehen. Ich war nämlich halt irgendwie doch heute recht viel unterwegs. Ich habe jetzt irgendwie gerade gar nicht reingeguckt in meine Mails. Also wenn du die irgendwie parat hättest, falls ich mir was Fangen geschickt wir habe. mal leicht an. Da Okay. war der Wunsch geäußert worden, dass man auch die Linien, die vom SteelTrader erstellt werden, auch in der Stärke einstellen kann. Boah. Das Ding ist nur das, ne? Ich meine, generell, also ich meine, das ist alles gar kein Problem. Aber die Erfahrung ist ja die, dass die meisten halt ja irgendwie so gar nicht überhaupt, was ja auch nachvollziehbar ist, so die ganzen Funktionen halt irgendwie überhaupt finden. Und das liegt daran, weil es sowieso schon halt irgendwie viel sind. Und ich versuche es immer ein bisschen auszudünnen. Und wenn man sich das jetzt mal halt eher anguckt, ne? Also wenn ich jetzt hier anfange, noch irgendwie für die ganzen Linien, die wir hier haben, kann man manchmal größer. Dass sowieso schon alles drin ist, dann wird es dann halt direkt nochmal gleich doppelt so viel. Und das ist halt das Problem. Hinzu kommt im MetaTrader 4, alles, was zum Beispiel gestrichelt ist, geht nicht in einer anderen Linienstärke. Das kommt noch hinzu. Infolgedessen wird das wohl erstmal so bleiben, wie es ist. Das ist der Hintergrund davon. Okay, dann eine Frage noch, was ich vorab bekommen habe. Da wurdest du aber auch schon darauf angesprochen. Es gibt ja die Möglichkeit, in MetaTrader 5 eigene Symbole zu erstellen. Und diese werden vom SteelTrader noch nicht erkannt.
sodass man das, den Sale-Trader Aha. halt mit diesen eingestellten Symbolen nicht nutzen kann. Gibt es da, wie kannst du was dazu sagen? Ja, da habe ich mich auf der WOT auch noch mit jemandem länger unterhalten. Da sollte ich eigentlich mal ein bisschen mehr Input kriegen, weil das halt nicht so ohne weiteres halt machbar ist. Und von daher kann ich da jetzt leider auch noch nichts Neues dazu sagen. So, leider ganz kurz und knapp. Also gemeint sind ja die Offline-Charts ja dann letzten Endes, ne? Genau, als Ersatz Ja. dafür, ja, genau. Ja. Da kann ich leider noch nichts Neues dazu sagen, weil ihr habt es ja mitbekommen, irgendwie muss jetzt irgendwie auch recht zügig vor allen Dingen halt das letzte Update dann ja auch raus. Und da lag natürlich jetzt erstmal der Fokus darauf, dass dort halt möglichst alles funktioniert. Das war jetzt ja ein bisschen vorgezogen, ein bisschen hauruck, aber das scheint soweit fast alles, bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber soweit zu funktionieren. Wie gesagt, also ist mit Sicherheit nächstes Jahr wird das Thema nochmal aufgegriffen. Also wenn derjenige hier dabei ist, mit dem ich mich da unterhalten habe, hat er Ja, auf der ist er. WOT. Und ich habe auch seine Präsentation, habe ich dir auch per E-Mail auch Okay. weitergeleitet. Ja, sehe ich gerade. Der Boris, genau. Nee, klar, also da brauche ich halt echt ein bisschen mehr Input, ne, um da halt irgendwie mal, weil mein Thema ist es halt echt gar nicht, ne? Offline-Charts habe ich irgendwie mich nie mit auseinandergesetzt. Und von daher bin ich da immer etwas überfragt. Ja, gut. Genau, das war, was ich vorab bekommen habe. Ansonsten ist der Chat ja voll mit Fragen jetzt. Echt? Ich sehe gar keine. Ich dachte, wir sind schon fertig. Nee, nee, alles gut. Der Martin mit. Wir sind ja per, also hier, Martin fragt was zu Update-Cluster in der API. Wir sind ja ohnehin per E-Mail in Kontakt, Martin. Ne? Da ist jetzt, ist jetzt natürlich noch nichts passiert. Ich habe das aber natürlich auf dem Schirm und es gibt natürlich auch eine Liste mit Dingen, die ich halt auf dem Schirm habe oder Schirm haben muss. Und die werden natürlich auch alle bearbeitet. Aber da kannst du mich gerne per E-Mail auch nochmal drauf ansprechen und auch gerne einen Reminder schicken. So. Dirk ist etwas übersteuert. Ja, ich bin meistens etwas übersteuert. Gut, ich schätze mal, das war vorhin in Verbindung Das genau. mit dem Ton. Okay. So. Haben wir noch irgendwas? Moment, ich muss gerade mal hier drüber gucken. Also, ich lasse mal die Frage von 18:03 von dem Horst mal kurz außen vor. Das können wir dann irgendwie nachher noch machen. Ist zwar natürlich werbetechnisch total falsch, aber hier geht es ja nicht um Werbung. Hier geht es ja darum, halt möglichst die Sachen, boah, ich habe einen Sprachfehler, die Sachen und die Dinge anzusprechen, die ja halt irgendwie sich aufgestaut haben, Support oder halt eben, die man nicht so guten Support beantworten kann. Seit dem letzten Update funktioniert der Scalping-Agent nicht mehr richtig. Positionen werden ohne SL und TP eröffnet. Der Scalping-Agent greift aber eigentlich nicht. Oh, ich weiß jetzt alle, ich fürchte allerdings, ich kann den gar nicht starten bei mir, weil ich ja halt hier immer in der Entwicklungsumgebung drin bin. Das heißt, immer schon irgendwie eine Version weiter. Und ich fürchte, da läuft jetzt nicht. Ich kann das mal versuchen, ob ich den hier irgendwie an Start kriege, aber ich fürchte fast nicht. Ist der Scalping-Agent, das weiß ich gerade irgendwie selbst nicht, ist der im Source-Code mit dabei? Bin ich mir gerade nicht so wirklich sicher. Ah, doch, geht. Also Scalping-Agent, ne, hier im Bereich Tools findet man den und dann kann man halt so relativ simple Sachen machen, wie zum Beispiel jetzt mit der nächsten Kerze eine Position halt eröffnen. Hä, wieso kriege ich meine Fehlermeldung auf dem anderen Bildschirm? Ist gerade hier irgendwie alles ein bisschen schräg. So, das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel bei der nächsten, jetzt sage, die nächste Kerze verkaufen, nur mal als Beispiel. Und der wirkt sich aber eigentlich nicht auf den Stop-Loss aus. Deswegen wundert mich das. Das heißt jetzt hier, wenn die Periode abgelaufen ist, noch 23 Sekunden, und dann eröffnet der dann halt
eine Position. So, aber wie gesagt, eigentlich immer nur mit dem, was halt dann auch hier per Voreinstellung drin ist, also für Stop-Loss, Take-Profit und so weiter. Und von daher würde mich das jetzt wundern, wenn der den Stop-Loss ausschaltet. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass mal sowas passiert. Nee, ne? Also hat sich nichts verändert. Die Position ist jetzt hier aufgegangen, sieht man ja. Und Stop-Loss, so wie es voreingestellt war. Lieber Florian, also wie du siehst, da steht eigentlich nichts, ne? An Daten. So, da war ja gerade irgendwie. Ja, also das sollte eigentlich damit beantwortet sein. Weil, wie gesagt, der wirkt sich jetzt nicht darauf aus, ne? Was jetzt halt irgendwie an Stop-Loss, Take-Profit und so weiter da eingestellt wird. Und von daher passt das jetzt eigentlich auch so. So, ich habe bei mir tatsächlich auch mal den Sound aktiviert. Konnte man hier vielleicht kurz hören. So, weil auf dem VPS muss man da irgendwie so diverse Knöpfe drücken, bis das dann mal funktioniert. Aber wie gesagt, ich wundere mich hier nur gerade irgendwie, weil ich hier irgendwie auf dem anderen Bildschirm Meldungen kriege, was damit irgendwie gar nichts zu tun hat. Finde ich gerade so ein bisschen abgefahren. Aber okay. So, der Ralf. Genau, Alarmfunktion, richtig. Ist bekannt, ist aufgefallen, ist schon behoben, ist nur noch nicht online. Also hier die Alarme, wenn es das heißt, wenn ich halt hier einfach einen neuen Alarm setze, ich kann es ja kurz zeigen. Jetzt hier zum Beispiel setze ich mir einen Alarm hierher und setze mir noch einen Alarm. So. Und sobald jetzt halt irgendwie einer von beiden getriggert wird, dann ertönt der Alarm. Und das ist, wie gesagt, ist schon eigentlich schon behoben. Und das ist halt verschütt gegangen mit dem letzten Update. Das meinte ich halt eben, ne? So im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich alles, nur so ein paar Kleinigkeiten jetzt. Die sind dann halt so ein bisschen der Schnelligkeit so ein bisschen zum Opfer gefallen. Aber es ist jetzt natürlich auch nicht, ist ja kein Beinbruch, ist natürlich ein bisschen unschön, aber ist, wie gesagt, schon behoben. So. Ja, die Wesentlichen, ne? Man hat es, glaube ich, gerade gehört und gesehen. Okay. So. Beweis erbracht. Annahme funktionieren wieder. Ja, das ist halt auch mit dem Grund, warum ich halt hier immer bei mir in der Entwicklungsumgebung drin bin und halt eben da halt auch schon eine Version weiter, damit ich halt eben dann auch gucken kann, ob Dinge, die jetzt zum Beispiel halt irgendwo mal nicht funktioniert haben, ob die dann auch vielleicht schon erledigt sind. So. Also, der Gerhard. Der Stereotyp ist ein tolles Tool, aber was mir fehlt, ist ein ausführliches Handbuch. Ein ausführliches Handbuch gibt es. Das wird ja auch mit installiert auf dem Desktop und als PDF, allerdings halt nur in Englisch. Das ist halt schon ein paar Mal moniert worden, ich weiß das. Dass es nur in Englisch ist, aber generell gibt es das und da ist alles im Detail auch beschrieben. Also, wie gesagt, mal gucken, sobald es installiert ist, bei mir jetzt hier natürlich nicht in der Umgebung, aber halt dann einfach auf dem Desktop und dort liegt dann auch irgendwo das Handbuch. So, Nelson, du bist so ruhig. Ich verfolge alles mit und das auch Bist du schon keine am Frage. Feierabend, am Nein, Schlafen? nein, 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 nein. Letztes Mal war es lustiger, oder warst du lustiger? Das Muss an dir kommt noch. liegen. Er ist hier immer so trocken. Was? Wie viele Leute sind hier überhaupt? Ey? Das ist ja unglaublich. Habt ihr alle keine Deswegen, Hobbys? wir haben sehr viele Fragen abzuarbeiten. Nicht, dass du nachher Ja, wieder um 19 Uhr Punkt sagst, ich muss wieder auf den Balkon. genau. Wo die Sonne ja auch so schön scheint draußen, ne? Kann man ja wunderbar auf dem Balkon chillen. Das ist natürlich. So, die Christina. Kann man auch das Risiko so eingehen, dass zum Beispiel SL 0,1% vom Konto? Ja, sicher. Und zwar da hier oben einfach ins Menü gehen. Also, das habt ihr gesehen, schätze ich mal. Ne? Wenn man hier ein bisschen länger draufklickt und dann geht so ein Menü auf, ne, da kann man auch die Maus loslassen und kann halt hier
überall da, wo so ein Ding dran ist, genauso hier, ne, entweder mit gehaltener Maus oder halt eben länger drücken und dann loslassen an der gleichen Stelle und dann bleibt es halt auch auf. Das ist halt hier an diversen Stellen findet man so diese Buttons mit dem Pfeil nach unten, auch hier in der Statistik ist auch so ein Ding, da zum Beispiel oder auch hier, wo man das umstellen kann, die Ansicht. Und das ist eben hier oben ganz genauso. Ja, das heißt, ich kann entweder nach wie vor mit einem Klick hier ins Setup kommen oder hier entsprechend über das Menü. So, und im Menü, dort gibt es den Bereich Layout und dort gibt es die Quick Size Buttons. So, wenn ich die einstelle auf nach Risiko, dann wird hier einmal ein Reset gemacht. So, und dann habe ich hier oben meine prozentualen Größen. Hier ist jetzt 0,1% ist jetzt nicht dabei. Das war ja die Frage, das kann man aber ändern. So, und das heißt, hier sage ich dann zum Beispiel, ich brauche einen Stop-Loss von, ja, jetzt kommst du mir hier mit einer neuen Version. Ein Stop-Loss von 20, wähle 0,5% aus und dann ist die Positionsgröße hier oben. Und ich kann das ja auch mal eine Runde größer machen. Moment, schrauben wir es hier mal ein bisschen hoch. 1,5, da sieht man alles ein bisschen besser. So, ne? Hier Positionsgröße 0,5 beim Stop-Loss von 20 ergibt eine Positionsgröße von 2,6 Kontrakten. Ne? Und so kann ich das halt genau aufs Konto abstellen. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel hingehen will und sage, also was weiß ich, wenn ich andere Positionsgrößen brauche, 0,1% als Beispiel, hier nochmal auf Setup, Layout und dann gibt es hier unten die Quick Size Positionsgröße, also Quick Size Buttons, das sind die Dinger hier. Ne? Und da kann man hier die normalen einstellen im vorderen Bereich. Und dann ist hier dazwischen ist irgendwo eine Raute. Und nach der Raute, da stell ich mein Risiko ein. Und da kann ich dann genauso halt hier zum Beispiel 0,1 einfügen. Ich mache jetzt mal einen weg, damit das Ding nicht so lang wird. 2,5 brauchen wir eh nicht unbedingt. So, füge ich dann hier ein. Und dann gibt es nochmal ein Reset. Und dann ist hier, voilà, 0,1. Und dann rechnet er aus, 20 Punkte Stop-Loss sind entsprechend 0,5. So. Achso, der Florian hier noch mit dem Scalping Agent. Ja, aber generell geht's ja, ne? Also, was? Ich muss mal kurz überlegen. Nee, war eigentlich nicht. Also, es gibt ja, ergibt ja keinen Sinn, ne? Wenn es irgendwie auf einem Rechner funktioniert und dann auf irgendwie zwei nicht. Das ergibt ja nicht wirklich so Sinn, was man jetzt nachvollziehen kann. So. Moment, der Guido, der schreibt hier in zwei Etappen. Also ruhig immer alles in eine Nachricht schreiben, ne? Sonst müssen wir das hier immer zusammensuchen. Ist ein bisschen schwieriger. Mit den Trendlinien, das sollte sich aber eigentlich, also fragt der Guido, das sollte sich aber eigentlich in dem letzten Update soweit erledigt haben, ne? Dass man die halt irgendwie halt auch wesentlich leichter ziehen kann. Ich weiß, das war vorher bei der, also grundsätzlich ist es so, da ist eigentlich nicht irgendwie ein Bug oder so im Stereo-Trader. Das ist eher der Funkverkehr im Meta-Trader, der da halt so ein bisschen scheinbar leidet. Und das ist ja alles umgebaut worden mit der letzten Version und das sollte eigentlich alles stressfrei funktionieren. Also auch hier mit solchen Linien, ne? Und ist mir jetzt eigentlich nicht bekannt. Also wäre halt schon wichtig, dass da die neueste Version drauf ist, lieber Guido. Und du schreibst ja auch hier, wenn man sie schnell ziehen will, ja, im Zweifelsfall halt langsam ziehen. Ne? Also doof es jetzt klingt. Und ich weiß, da gab es halt, wie gesagt, bei den Vorversionen, die sind da ein bisschen stressig gewesen, aber das müsste eigentlich deutlich besser sein in der aktuellen Version. Also MetaTrader 4 sowieso kein Problem, aber der 5er, der hatte halt schon mal ein bisschen rum gemeckert öfters mal. So.
So, habe den StereoTrader eben erst installiert, habe nur den StereoTrader unter den EAs reingezogen. Eigentlich muss man den ja gar nicht reinziehen, ne? Weil wenn der richtig installiert wird und dann geht er ja mit jedem neuen Chart, also wenn ich jetzt hier irgendwie einen neuen Chart aufmache, und dann ist ja der StereoTrader auch immer sofort mit geladen. Deswegen muss man den eigentlich gar nicht da manuell großartig reinziehen. Aber ansonsten, was heißt Indikatoren? Also ich meine, es gibt ja hier im Bereich Indikatoren, StereoTrader, dort gibt es ja hier, ne, diverse Add-ons. Die kann man verwenden, muss man natürlich nicht. Und es gibt leider kein Video, irgendwie, was jetzt alle Indikatoren angeht. Es gibt immer hin und wieder, immer hier und da mal in den Webinaren. Ist halt immer irgendwie mal was erklärt. Skype-Agent gibt es auf jeden Fall. Hat irgendwie haben wir mal ein Webinar dazu gemacht. Und dann halt hier gerade das von den Partnern und so weiter. Dort gibt es auf jeden Fall immer alles Mögliche zahlreich. Und die letzten, ja, ich weiß, wäre natürlich schon mal sinnvoll, aber wir werden ohnehin, da ist der Heiko Behrendt nämlich gerade halt sehr fleißig, da diverse Videos zu machen. Inwieweit da jetzt Indikatoren dabei sind, weiß ich jetzt gar nicht. Aber da wird auf jeden Fall in 2020 einiges passieren in Sachen Video. So. Dann der Frank. Hier nochmal mit Alarm ganz kurz. Der Andreas. Kann der Alarm über das Handy gesetzt werden? Das weiß ich nicht. Also, wenn der MetaTrader 4 das anbietet, dann wird das wohl gehen. Aber jetzt mit dem StereoTrader explizit nicht. So, bei Single Hedge geht beim TP das Pop-up für die Gewinnpunkte nicht auf. Ja, das kann sein. Moment, gucke ich mal eben. Also, wir haben hier diverse Trading-Modi. Ne? Der Standardmodus ist ja der Stereo Hedge, wo ja halt alles zusammengefasst wird. Und wenn ich das hier umstelle auf Single Hedge, ja, das ist ja halt der normale Modus vom MetaTrader eigentlich ursprünglich, wo ich damit Einzelpositionen hantieren kann. Muss ich mal gucken. Also wie gesagt, kann sein. Beim TP gemeint ist das Fähnchen, ne? Ja, da kommt keins, ne? Das kommt nicht. Okay. War mir nicht bekannt, aber werde ich mir auf alle Fälle mal notieren. Und ich überlege nur gerade. Ganz kurz bitte. Ich mache mal eben andersrum. Geht ganz schnell. So. Tooltip nennt man die Dinger übrigens. Also hier was da gerade als Pop-up, ne? Das sind die Tooltips. Okay. Wusste ich nicht. Ist notiert. Okay. Bei mir funktionieren die Indikatoren im MT5 nicht. SDX und so weiter und so fort. Muss ich gestehen, habe ich echt nicht wirklich. Also jetzt seit der neuesten Version, Ralf, ne? Gehe ich mal von aus, dass das so gemeint ist. Muss ich gestehen, habe ich tatsächlich nicht getestet. Also ich mache natürlich immer Stichproben, aber jetzt nicht unbedingt alles. Dafür gibt es ja die Testergruppe, in der du auch drin bist. Ralf. Aber wenn du es dort moniert hast, dann mea culpa, Asche auf mein Haupt. Aber ich kann es trotzdem mal kurz probieren. Habe ich nicht probiert. Was haben wir hier denn? Ist. So, was sagt er? Ja, grundsätzlich zeigt es ja was an. Was stimmt da nicht? Die Zeiten oder? Sollen wir vielleicht mal kurz ein bisschen mehr Input geben? Ja, okay, die Zeiten. Gut, das muss ich mir angucken.
grundsätzlich, also starten tut das Ding ja erstmal. Und alles andere muss ich mir dann genauer angucken. So, den nehmen wir auch mal kurz weg. Brauchen wir auch nicht mehr. Ja. Alright. Jetzt bin ich hier komplett aus dem Tritt, aus der Reihenfolge rausgekommen. Und ah, da ist er. Was? Mittlerweile gibt es auch ein deutsches? Ein deutsches was? Ein deutsches Handbuch? Wer hat das geschrieben? Ich weiß nicht. So. Das Handbuch ist zu wenig detailliert. Ich finde das Handbuch zu viel detailliert, ehrlich gesagt, weil das ist so furztrocken geschrieben. Da stehen ja wirklich nur Details drin. Und wo ich mir denke, das liest sowieso kein Mensch. Eigentlich bräuchten wir mal halt irgendwie ein kurzes Manual. Und da steht auch zum Cluster Trading, eigentlich steht da jeder Punkt wirklich genau drin. Aber da ist ja sowieso ein Kollege von mir dran, der Frank, und der wird da ohnehin, ist da einiges in Vorbereitung, gerade zum Cluster Trading. Wie man das entsprechend halt alles genau anwendet. Okay, also. Der, was, Andreas? Was? Der Andreas, Alarm, Handy? Ah, nee, das ist ein anderer Andreas. Ich habe gerade gedacht, so, Habe ich da die erste Frage übersehen? Hilf mir mal gerade, Nelson. Von Wo dem bist du denn Andreas jetzt? um 18:16 Uhr. Nee, Andres. Ja, da ist Andres, nicht Entschuldigung. Andres, genau. Nee, da hast du die Frage nicht übersehen. Das hatte ich dir per E-Mail geschickt. Ach Das so. war das Thema VPOC, Ah. die Differenz. Ah, okay, ja. Gut. Ja, das ist aber dann Support, ne? Also das machen wir da lieber in Ruhe. Als jetzt hier. Bit- und Ask-Linie sind leider nur verkürzt darstellbar. Lässt sich das ändern? In den vorigen Versionen waren die verlängerten Linien kein Problem. Eigentlich sind die aber doch immer abgeschaltet vom Stereo-Trader, also nur hier, so dass es halt nur die kurzen sind. Was halt irgendwie interessanterweise fehlt, ist die Bitlinie. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, wo die hin ist, ne? Muss ich halt ehrlich gestehen. Das ist auf jeden Fall keine Absicht. Also schreibe ich mir mal eben auch nochmal gerade auf, weil das habe ich auch schon gesehen. Das stelle ich hier aber eben noch erstmal nochmal um auf den Stereo Future Mode, weil irgendwie mag der keine Bitlinie. Also die kann ich sogar hier einstellen und die kommt irgendwie trotzdem nicht. Warum? Also hier bei Show Bit Priceline, ne? Hier zeigt das ja in der Vorschau, zeigt das ja an, aber. Das ist doch. Moment mal. Also nee, Quatsch, den Last Price, Entschuldigung. Genau, Last Price zeigt er irgendwie nicht an. Das ist eher so das Problem. Aber hier, Bid und Ask verlängert, geht doch. Also muss man dann halt nur hier über das normale Ding halt einstellen. Aber wie man sieht, geht das. Es ist vielleicht bei mir von den Farben hier ein bisschen unglücklich gerade, aber generell funktioniert. Es ist halt nur die Last Line, da hat er irgendwie keine Lust drauf, die zu zeigen. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber gesperrt ist da nichts. Der Lutz verschwindet wieder. Ja, Mann, muss ich schon, bitte ein bisschen genauer, damit ich das auch reproduzieren kann. Weil es halt immer, ne, so ein bisschen das Problem dann halt, wenn dann halt solche Aussagen kommen, ich muss die ja immer reproduzieren können, weil wenn dann natürlich sowas reinkommt, zum Beispiel Support, dann gucke ich einmal, klicke und dann bin ich 10 Sekunden durch und sage, funktioniert. Und deswegen, das ist keine Schikane, wenn wir da zurückfragen und alles ganz genau wissen wollen, weil natürlich auch viel irgendwie halt, das kann man sich ja vielleicht auch vorstellen, auch reinkommt, was dann halt eben so überhaupt gar nicht nachvollziehbar ist und jetzt auch nicht irgendwie per Standard oder so halt ein Problem ist, nur mal als Beispiel. Und deswegen ist halt echt immer ganz wichtig.
Genauso wie jetzt hier, ne? Wenn jetzt dann gesagt wird, verschwindet wieder. Ich glaube das erstmal, ich weiß aber nicht wie, ne? Also hier ist es ja erstmal da und bleibt auch da. So, wo war ich jetzt nochmal in der Zeit? 18:16 Uhr. 18:16 Uhr. 18:16 Uhr erst. Ach, du ahnst es nicht. Ich muss hier mehr Gas geben, ne? Ich merke das. Wo ist Wir haben auch die vorher noch ein paar 18? Fragen. Das kannst du vergessen. Also, mit dem Carsten. Wo ist die Einstellung vom Betrag auf Punkte änderbar? Hier, Rechtsklick. So, ich mache erstmal einen Trade auf, damit man sieht. Rechtsklick. Und dann hier oben bei, Moment, Pool. Gewinn, Verlust, dort kann ich Betrag, Punkte, Prozente auswählen. Da oben. Ja, wie man jetzt sieht, das sieht dann hier, ist jetzt dann auf Punkte, ist es jetzt gerade dann auch umgestellt worden. Das geht damit. Das hat sich geändert in der letzten Version. Das war im Menü vorher und das ist hier ein bisschen direkter greifbar. Genauso halt auch die Geschichten hier. Ne? Hier gibt es so zwei Knöpfe. Zum Beispiel, wenn man jetzt halt hier Positionsgrößen nicht haben will, ne, kann ich die hier ausschalten. Das war vorher so ein Auge, jetzt ist es so ein Punkt. Das kann ich dann halt hier unverändert ein- und ausschalten. Genauso wie die Break-Even-Linie, wenn man mit mehreren Positionen arbeitet, kann ich die auch hier oben ein- und ausschalten. Ne, das ist halt alles ein bisschen leichter erreichbar jetzt. So, was sagt also hier Bid-Ask durch die Zeiteinheiten? Ja, auch die kann ich umstellen. Bid-Ask bleibt trotzdem da. Das war hier nochmal gerade das mit der Bid-Ask-Linie. Vielleicht habe ich da auch aus Versehen irgendwas repariert. Das kann natürlich jetzt auch sein. Ja, mit dem Vielleicht Estimator. ganz kurz was Was? zu diesem Bid-Ask-Problematik. Ja. Also wenn man beide Linien angezeigt hat in Ja. den Einstellungen und man aber die in den höheren Zeiteinheit wechselt, wenn das Bid Ja. natürlich sehr eng ist, dann kann es einfach von der Darstellung, kann der Ask, die Ask-Linie mal hinter der Bid-Linie verschwinden. Ja. Ne, weil sie bleibt ja da. Also ich schalte ja um. Also sie bleibt ja da. Ne? Und wenn man den Chart schließt, das kann sein, dass das dann überschrieben wird. Die Einstellung bei der Stereotrader, der geht schon hin und beim Start schaltet er die aus. Es wird auch fast alles von den Chart-Einstellungen gespeichert, aber es kann tatsächlich sein, dass das nicht dazu gehört. Und aber normalerweise ist es so, dass die Last Line, also das ist ja im MetaTrader, also bei CFDs ist der Last Price, ist der Bid-Preis. Der wird normalerweise, den kann man ja hier ein- und ausschalten, dass der entsprechend über den gesamten Bildschirm dann halt da ist. Aber wie gesagt, warum auch immer, ich habe das auf dem Schirm, die ist, das war ja vorher so, die ist da geblieben. Ich brauche ja nicht den Bit hier auf der linken Seite. Also davon gehe ich mal aus. Das ergibt nicht wirklich so wahnsinnig viel Sinn. Und das wird halt tatsächlich wahrscheinlich nicht gespeichert. Und das kommt dahin, daher. So. Der Scalping-Agent funktioniert auf keinem meiner Rechner mehr. Also wie gesagt, ne, er funktioniert ja. Und mit dem letzten, das Update auf jeden Fall, also ganz wichtig, das letzte Update sollte halt drauf sein, sowohl vom MetaTrader 5, ich bin ja hier auch im MetaTrader 5, als auch natürlich vom StereoTrader, sollte das natürlich dann entsprechend drauf sein. Und eigentlich müsste das alles gehen. Okay. 18:23. Einverstanden, Nelson? Da ist noch eine 18:18 Estimator. Ich wusste es. Achso, mit dem Estimator. Können wir das mal kurz hinten anstellen? Weil das ist bisschen komplexer. Kann man hier eigentlich irgendwas Priorität festlegen? Ah, guck mal an. Da kann ich ein Fähnchen dran machen. Das wusste ich gar nicht, habe ich das gerade zum ersten Mal entdeckt. So, die Möglichkeit der Einstellung wird ausgekauft. Ach so, genau. Es gibt die Möglichkeit,
im StereoTrader, ob man beim Bid oder beim Ask ausgeführt wird. Und das gibt es aber nach wie vor. Das kann man hier einstellen bei Trading und dann Bid Exec. Ne? Das heißt, wenn ich Bid Exec, das heißt Bid Execution, Ausführung am Bid, und dann wird eben alles am Bid ausgeführt. Und das ist natürlich wichtig für im Scalping halt jetzt gerade. Und das ist auch per Standard, ist das ja auch aktiviert. Und das heißt, jetzt nur mal als Beispiel, ich sage, ich will halt hier, vielleicht haben wir da irgendwo was. So, ich sage, ich will halt unbedingt hier long gehen, exakt an diesem, da wo der Tick ist. Und der normale Weg ist, wenn ich eine normale Limit Order setze, da muss ja der Ask. Also das heißt, mach's mal größer. Moment. Aber schon, okay. Das können wir noch ein bisschen größer hier. So, das normale Prozedere ist ja, ich brauche halt dann den Ask, das ist hier oben der. Der muss ja dann halt das Level erreichen bei einer Buy Limit. Und im StereoTrader kann ich aber hingehen und eben mit dieser Funktion, ja, hier Bid Execution, kann ich das alles so einstellen, dass halt der Bid zählt. Das heißt, in dem Fall reicht es, wenn der Bid hier runterkommt und der Bid ist im MetaTrader ja auch immer der Chart. Das heißt, wenn die Kerze hier unten ist und dann ist auch der Bid hier unten. Ja, also bei CFD halt wohlgemerkt. Und das heißt, da kriege ich entsprechend, sobald die Kerze hier ist, kriege ich dann halt da meinen Fill. Und das kann man eben darüber einstellen, wo ich es gerade gezeigt habe. Das macht natürlich für Scalping, das ist natürlich enorm hilfreich, weil man dann irgendwie nicht rumstochern muss und vor allen Dingen dann, wenn halt der Spread mal kurz auseinander geht und dann halt irgendwie auf den Tick nicht gefüllt wird, weil der Spread dann halt irgendwie gerade ein anderer ist. Erweiterte strategische Order, auch kein Tooltip. CS, okay. Schreibe ich gerade mal hier mit. Trade-Anzeige, so hatten wir, ne? Genau. HR in der Anzeige. Ja. 5. Wie kann ich eine Trendlinie von vor 2 Tagen löschen? Da weiß ich jetzt nicht so ganz, was gemeint ist. Der Karl fragt das. Also grundsätzlich kann man ja rechter Mausklick in dem Chartfenster auf die Objekte und dann hat man alle Objekte, die man auch eingezeichnet hat, zur Auswahl und kann diese entsprechend auch löschen. Allgemein gesagt. Aber der StereoTrader hat auch noch die Möglichkeit, auch die entsprechenden Symbole, genau Objekte. Ja, ich kann auch im StereoTrader hier zum Beispiel, ne, hier unten über Chart, kann ich halt die ganzen Benutzerobjekte ein- und ausblenden. Und mit Shift-Klick kann ich die alle selektieren und alle deselektieren. Ja, und so komme ich auf jeden Fall dann halt auch an die ganzen Sachen halt hier ran und kann die natürlich dann halt hier ganz normal löschen. Lutz. Der Lutz ist der Beste. Wir haben jetzt, wie viele Nachrichten haben wir jetzt hier vom Lutz? Der kommt. Lutz, du musst dir das mal so vorstellen. Wir haben hier eine Liste, da stehen jetzt irgendwie locker 100, 150 Fragen drin oder Kommentare. Und da kommt dann irgendwo dazwischen. Wo ist er? Wann können wir damit rechnen? So, ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt, was da jetzt gefragt gemeint ist. Deswegen bitte, wenn ihr da was reinschreibt, lieber am Stück. Also wir übersehen hier nichts. Der Nelson ist da ohnehin mit Argusaugen dabei, damit ich hier nicht was überspringe. Und aber macht halt echt Sinn, das halt in eine Zeile zu schreiben. Was bedeutet Time Range, Beginn und Ende und Uhrzeiten. Time Range, also hier wahrscheinlich bei Auto Exit, oder? Ist das damit gemeint? Christina fragt das. Falls das gemeint ist, hier mit der Handelszeit, das bezieht sich auf Auto Exit. Das heißt, hier kann ich halt Start und Ende einstellen, wenn das aktiviert ist.
Und dann sorgt entsprechend die Automatik dafür, dass ich halt hier, jetzt zum Beispiel eingestellt, um 21:30 Uhr glattgestellt werde und vor 9 Uhr auch keine Order aufgeht. Und das heißt, also wenn die Order im StereoTrader hinterlegt ist, also hier, was ja normalerweise der Fall ist, nicht wenn es eine Broker-Order ist, dann kann der StereoTrader natürlich nichts dafür. Aber halt, wenn es jetzt hier eine ganz normale MIT-Order ist, also eine synthetische Order, und dann wird die auch nicht ausgeführt. Und ich kann auch nicht irgendwie irgendwo draufklicken und irgendwas kaufen und dann sagt er, ist nicht, weil zu früh. So, vielleicht sehen wir es jetzt hier ganz kurz mit dem mit der Bid Execution. Wenn der jetzt hier runterkommt, so einen sollten wir hier wohl mal noch kriegen. Ist das ein schräger Markt heute? Das ist unglaublich. Ja, wahrscheinlich nicht. Dauert jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde, aber egal. Ich lasse es einfach mal auf. So, bei den echten Future-Daten sind Bid-Ask angezeigt. Ja, sowieso, ne? Klar, da habe ich ja auch das Buch. Wieder der Lütz. Ah, ne, ist ein anderer Lütz, Entschuldigung. Ich kriege das nicht zusammen, Leute. Ich kann nicht aus drei Fragen hier dann irgendwie mir das zusammensuchen und eine Frage aus drei Fragmenten hier einen zusammenhängenden Satz zusammenbauen. Das kann ich tatsächlich aber auch gerade nicht mehr zuordnen. Nein. So, Aber bitten habe ich. 18:30 Uhr ist trotzdem richtig. Raus die Ja. Hölle. So, aber das mit Bitten Ask, das haben wir ja soweit, glaube ich, auch beantwortet. So. Das Problem mit dem Scalping Agent tritt im Single Net Modus auf. Im Single Net. Okay. Ja, ganz ehrlich, der Single Net, der steht bei mir auf der Abschussliste, der Modus. Weil ich habe noch nie erlebt, dass den irgendeiner benutzt hat. Und ja, benutzt den einer? Frag mal hier in die Runde. Single Net Modus, wer benutzt den? Macht einfach mal ein X hier bitte in den Chat, wenn den einer benutzt, damit ich da echt mal sehe, ob das überhaupt verwendet wird. Ich glaube es nämlich fast nicht. Nicht Single Hedge, Lutz. Single Net. Single Hedge ist der normale mit den einzelnen Orders. Single, ich rede von Single Net. Siehst du, kommen höchstens Fragezeichen. Florian, du bist der Einzige. Was machen wir jetzt mit dir? Also ich gucke mir das natürlich an. Ja, nämlich genau das, ne? Gab es jetzt irgendwie zwei, drei X und dann, oh, nee, doch nicht. Ist ja, stimmt, ist ja Single. Genau, also der Single-Net-Modus, ne? Nur um das mal kurz zu erklären, der arbeitet auch mit Einzelpositionen, verrechnet die aber halt. Ne? Das heißt, ich bin nie gehedged. Also das heißt, ich kann zwar halt irgendwie diverse Einzelordner, Orders und Einzelpositionen da reinlegen, aber bevor der halt irgendwie in die andere Richtung geht, fängt er erstmal an zu verrechnen. Ich kenne das eigentlich nur von einem einzigen Broker und der ist nicht FX Flat und wo das so gemacht wird und so diverse, doch glaube ich, diese ganz merkwürdigen Plattformen von den, ich will jetzt natürlich keine Namen nennen, aber es gibt da so eine Plattform, die webbasiert ist, die von den, so jetzt haben wir es hier gehabt, ging ganz schnell. Die webbasiert ist, die von den aber ansonsten habe ich das irgendwie auch noch nie gesehen, außer im StereoTrader. Aber wie gesagt, ich gucke mir das mal an und habe es mal aufgeschrieben auf jeden Fall. Okay. So, wo sind wir? Ja, ne, alle hier im Stereo Hedge. Also es gibt zu den Modi gibt es aber auch ein Webinar. Ne? Ich glaube, das haben wir ganz am Anfang mal gemacht, Nelson, wo die Modi erklärt sind. Also die meisten arbeiten ja halt mit dem Stereo Future Modus, ist natürlich der allerbequemste.
weil er halt einfach alles mitrechnet. Da muss ich mir nicht so wahnsinnig viel Gedanken mehr machen, sondern lass es. Der Lutz, du wolltest doch mehr Spaß. Man muss ihn einfach gerne haben. So. Aber Andreas, das 1839 kriege ich auch nicht zusammen. Das war immer noch das Thema Objekte auswählen und löschen. Ach, wenn ihr den gewählten Chart. Achso, es gibt. Moment. Ah, Gewinn gemacht. Das ist das schönere Geräusch. Es gibt die Möglichkeit, und gerade mal gucken, das sollte aber funktionieren. Also, ich glaube, das ist so ein Button, den haben auch ganz viele noch nicht verstanden. Also, das ist natürlich nicht der Andreas hiermit gemeint, aber so mal generell wissen vielleicht viele gar nicht, was es ist. Es gibt ja die Möglichkeit, hier unten gibt es bei Benutzer. Ja, also hier Chart, Benutzer, ein, alle. Da steht alle. So, was heißt alle? Was heißt M1? Ich kann, wenn hier zum Beispiel, wenn da alle steht, so, und ich male irgendwelche Objekte, ein bisschen dicker, sieht ja kein Mensch. So, und ich male hier irgendwelches Zeug in der Gegend rum. So, und wenn ich dann den Timeframe wechsle, so, und dann ist das, ne, hier einfach M1, M5 ist halt überall da. Weil, das heißt für alle Timeframes. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage jetzt hier zum Beispiel, ich bin jetzt im M5, so, und wähle dann hier aus, klicke da drauf, dann steht auch hier plötzlich M5. Und wenn ich jetzt was zeichne, ja, zum Beispiel mal halt hier, gehe mal eine andere Farbe, damit wir es auch gleich erkennen. Ja gut, Orange und Orange, vielleicht nicht so clever. So, machen wir die mal pink. So, und die ist jetzt hier mit der Einstellung M5, ist die generiert worden. Wenn ich jetzt zurückschalte in den M1, dann ist die Linie weg. Weil, ja, das ist hier aktiviert gewesen für den M5 und deswegen ist die auch nur im M5 dann drin. Und das funktioniert. Ist natürlich hilfreich, wenn man halt irgendwie einen Daily Chart halt eine Analyse hat und schaltet dann halt um, als Beispiel auf irgendwie einen kleinen Timeframe, da brauche ich ja nicht unbedingt irgendwie so die ganz großen Linien oder umgekehrt eigentlich. Also wenn ich hier im M5 irgendwas male, das brauche ich nicht irgendwo im Tageschart dann halt noch zu sehen. Ja, daher kommt es. Und es gibt auch noch einen anderen Hintergrund, aber das führt jetzt hier zu weit. Wir müssen auch irgendwie hier durchkommen. Ich komme. Klappt aber nicht immer. Sollte aber. Mit, ne? Also auch hier, lieber Andreas, mach mir ein reproduzierbares Beispiel bitte und dann halt einmal per Mail schicken. Und dann kann ich mir das mal angucken. So, ich komme nicht auf strategische Order. Auto-Trading sehe ich nicht. Muss ich das aufrufen? Auto-Trading. Auto-Trading, Auto-Exit wahrscheinlich, ne? Das ist hier wie gesagt drin. Außer der Chart ist passiv, dann ist natürlich hier nichts drin. Ne? Man kann den Chart ja auch umstellen. Hier von passiv auf aktiv. So, passive Modus. Auch schon ganz oft gehört, irgendwie im Support. Ja, bei mir ist irgendwie irgendwas kaputt. Ich habe gar kein Panel und ich kann gar nicht handeln. So, und ich sehe nur irgendwie die Hälfte vom Stereo Trainer. Das ist der passive Modus, ganz einfach. Hier kann ich nicht handeln, hier kann ich nur gucken. So, das muss man natürlich auf aktiv stellen, dann sollte das auch da sein, das Auto-Exit. Außer man ist nicht bei FX Flat und hat als Beispiel die Silver Edition, dort ist es, glaube ich, auch nicht drin. Dann findet man das nicht. Oder man hat das aus dem Panel rausgeholt und es vergessen. Das kann auch passieren. Man kann die Dinger ja auch grundsätzlich hier in der Gegend rumfahren und auch wieder zurückfahren. So. 1843. Das ist Nelsons Lieblingsfrage. Ich lasse die jetzt einfach mal liegen. Die kannst du ja bitte dann irgendwie vielleicht im Chat gerade beantworten, wenn du magst. Okay. Wenn man 1844 der Ralf, wenn man einen Bot benutzt und Auto-Trading aktiviert hat, zum Beispiel ATR Base, kann man bei neuer Order nur noch straight einstellen.
Ja, das kann sein. Das ist durchaus möglich. Ralf, ich glaube, das ist jetzt aber nur so ein bisschen arg speziell. Lass das lieber mal irgendwie auch per Mail oder in Facebook mal kurz irgendwie bequatschen. Das liegt halt daran, und das ist nur ganz kurz darauf einzugehen, wie soll ich das sagen? Ein Bot ist neuerdings komplett dafür zuständig, seine Sachen halt selber richtig zu definieren, also Orders und so weiter. Und deswegen kann es sein, dass da halt einfach die Hälfte fehlt und das halt einfach das nicht definiert ist. Und sobald dann halt Auto-Trading aktiviert ist, schickt er immer die Standardeinstellung hin. Das kann sein. Ne? Und das ist nicht unbedingt ein Fehler, es müsste halt nur in dem jeweiligen Bot dann entsprechend angepasst werden. Kann man den Single Hedge Mode mit Arthas Future vergleichen? Nein, den Stereo Future Mode kann man mit zum Beispiel Arthas Future Mode vergleichen. Der dürfte nämlich nichts anderes machen, als auch alles zu verrechnen. Zum STX30 fragt der Andres, kann ich noch einstellen, dass zum Beispiel die Ranges der letzten 20 Tage anzeigt. Das macht er eigentlich. Das geht aber auch anders. Es geht auch hier mit den, obwohl ich weiß es nicht, wie viele Tage die anzeigen. Aber hier zum Beispiel bei den Samples, da gibt es ja halt auch irgendwie so, ist natürlich ein Bot, aber kann man trotzdem auch benutzen, um was anzeigen zu lassen. Hier zum Beispiel die Range Breakout. Da kann ich halt auch Ranges dann halt hier zeichnen lassen. Ich weiß aber jetzt echt nicht, wie viele Tage der zurückgeht. Kann man gucken, ob man da ein bisschen was sieht. Ja, zeigt halt schon ein paar an, ne? Aber tatsächlich, ja doch, geht einige Tage zurück. Ja, und das sieht man hier mal. Da kann man dann sagen, okay, ich hätte gerne die Range von 9 bis 10 Uhr. Ist jetzt hier einfach nur eingestellt. Das kann man natürlich eintragen, wie man möchte. Und dann sieht man entsprechend die Range. Und man kann das Ding tatsächlich, ist nur ein Sample, ne? Also nur ein Beispiel. Man kann aber trotzdem theoretisch auch damit automatisch den Ausbruch handeln lassen. Das geht auch. Also dafür sind halt zum Beispiel halt hier die Add-ons. Also wie gesagt, Samples ist hauptsächlich wirklich für Beispielzwecke gedacht. Und trotzdem, wie gesagt, man kann natürlich dann ohne Gewehr natürlich so ein Ding dann halt auch scharf schalten und dann eben aktivieren. Ne? Also um jetzt zum Beispiel ein Add-on, weil das war ja auch die Frage am Anfang, ob man von den Indikatoren irgendwas braucht. Also nur weil das hier unter Indikatoren drunter steht, das sind nicht unbedingt Indikatoren, ne? Sondern das hier gibt es eine ganze Kategorie, die heißt Stereo Trader. Und dort gibt es dann halt solche Geschichten wie Indikatoren. Also hier, das wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen, hier das SDX, SFX und so weiter. Das zeigt halt symbolspezifische Sachen halt an. Oder halt eben X-Frame, was glaube ich so das meistgenutzte ist. Das sind reine Indikationen. Es gibt aber auch Bots, ne? Wie zum Beispiel hier das ATR Bracket, wo ich dann halt, was glaube ich gar nicht so doof ist zurzeit, wenn man halt irgendwie ein bisschen Trump geschädigt ist, wenn einem die Positionen immer um die Ohren fliegen, kann man theoretisch kann man das abfangen mit dem ATR Bracket. Und das heißt, um das vielleicht auch mal ganz kurz zu zeigen, weil das ist ja in letzter Zeit auch öfters angesprochen worden, das ATR Bracket, ich werde es jetzt aber nicht komplett im Detail erklären, nur mal so generell, was das Ding halt macht. Ich hoffe nur, wie gesagt, funktioniert jetzt hier auch. Weil das muss jetzt nicht alles funktionieren bei mir hier. Doch, tut es. So, und das ist halt ein Bot. Und dem kann ich halt zum Beispiel sagen, also auch, wir sind hier im M5. Dort haben wir eine ATR von 8,67. Das heißt, das ist die durchschnittliche Länge, wenn man so möchte, von einer 5-Minuten-Kerze. Und ich kann mir jetzt hier eine Bracket-Order setzen lassen, automatisch, und die auch automatisch aktualisieren. Hier sind so die Grundparameter, das ist die ATR 14, also immer von den 14 letzten Kerzen gerechnet. Ich kann hier sagen, ich will mindestens eine ATR von 5. Das sind jetzt nur die Voreinstellungen. Und dann kann ich das halt, die Sachen lasse ich jetzt mal kurz weg. Dann hier zum Beispiel Distanz 1, das wäre einmal die ATR, also einmal 5 Punkte Distanz. Ich mache mal hier 2 als Stop-Order. So, und wenn ich das aktiviere, lässt es nicht aktivieren. Doch. Dann sehe ich halt hier im Auto Trading. Na, dort ist der halt drin.
ist dann noch aktiviert. Und wie man sieht, hat er jetzt hier zwei Orders gesetzt, ne? Und zwar in dem zweifachen Abstand von der ATR zum jeweiligen Kurs. Ja, und so kann ich den halt dann zum Beispiel dann halt, kann ich genau solche, wenn solche Tweets kommen, kann ich mir so theoretisch halt meinen Trade einfangen dafür. Kann natürlich hier alles einstellen, wie es will. Kann dann zum Beispiel sagen, irgendwie Break-Even, Safe, also ne, wenn 10 Punkte plus, dann sicher mal Break-Even ab, was ja in so einem Fall vielleicht gar nicht so blöd ist. Und damit es halt eben nicht ein Fake da halt irgendwie erwischt. Aber wenn jetzt zum Beispiel halt irgendwie ein Tweet kommen würde und wo er der Dow gerne mal die Angewohnheit hat, mal 200 Punkte in irgendeine Richtung zu laufen. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel auf dem zweiten Chart oder auch auf meinem Hauptchart halt zum Beispiel drin habe, und dann werde ich halt an der Stelle einfach gefillt. Ne? Also kriege dann halt auf jeden Fall das Ding mit. Und ist gar nicht so doof. Und das ist jetzt hier zum Beispiel das ist halt so ein Bot, ne? Der ist jetzt hier einfach mit drin. Das heißt, ein Bot für den Stereo Trader. Und das funktioniert. Ne? Also ich habe das auch mal, also ich einen Backtest geschickt. Dort funktioniert es allerdings so gut, da bräuchten wir alle nicht mehr arbeiten. Da glaube ich jetzt mal nicht dran. Aber halt generell kann man sowas natürlich halt auch verwenden. Das ist jetzt auch hier nicht in der Kategorie Samples, sondern es ist ja schon im Bereich Bots. Das heißt, das ist schon ein bisschen ernster zu nehmen, was halt hier drin steht. Das kann man dann auch durchaus mal anwenden. Aber es ist natürlich alles keine Empfehlung und bitte immer vorher auf dem Demokonto halt testen. Was man übrigens auch, wenn wir jetzt das Ding schon gerade aufhaben, da wurde ja auch gefragt, so irgendwie, wie funktioniert das? Also ich gehe mal ganz kurz die Einstellung durch. Die ersten habe ich ja erklärt, das ist generell die ATR, ja, die Average True Range von den letzten 14 Kerzen. Ich kann mir hier sagen, ich will mindestens 5, sonst handel gar nichts, sonst mach nichts. Distanz, das ist halt der Faktor zu ATR. In dem Fall wäre das jetzt hier zweimal 8,3 irgendwas Punkte, also rund 16 Punkte Abstand. Das kommt hin. Pi mal Daumen, ne, vom jeweiligen Kurs. Der Modus ist Stop. Das heißt, ich habe Stop-Orders. Ich kann es natürlich auch umgekehrt machen. Kann ihm auch sagen, setz mir halt Limit-Orders. Ne? Und so, das heißt, in dem Fall, Moment, wenn jetzt eine. So, ja, jetzt hat es wieder auf Stop. So, auf jeden Fall kann man das umstellen, sollte man vielleicht dann machen, bevor man es aktiviert. Und, so, stelle das Ding auf Limit. So, und dann, genau, ne, sieht man, dann macht er halt Limit-Orders oberhalb. Das heißt, da würde er zum Beispiel kleine Fake-Breakouts dann halt irgendwie abholen. Das kann man halt hier einstellen. Dann kann ich halt irgendwie Max-Limits, das heißt, man kann das auch so alt, ist jetzt auf 1, das heißt, ich habe immer nur maximal eine Limit-Order. Man kann jetzt aber auch theoretisch damit verbilligen und dann halt sagen, ja, dreimal kannst du das Ding einfangen. Und aber ist im Standard auf 1 eingestellt. Bei Stop-Orders macht es natürlich keinen Sinn, weil da bin ich ja dem Trade auf jeden Fall in der Richtung drin. Und das ist dann eine andere Logik. Ne? Und wenn ich jetzt hier sage, er macht irgendwie komische, ruckartige Bewegungen irgendwie in mehrere Richtungen, dann kann ich auch mit mehreren Limit-Orders arbeiten. So, ich schalte es mal kurz nochmal um auf Stop-Orders. So, OCO, das heißt, wenn eine gefillt ist, wird die andere gelöscht, kann man einstellen. Reverse bedeutet, mal angenommen, ich bin in der falschen Richtung halt irgendwie drin. Jetzt zum Beispiel hier und der kommt zurück, dann kann ich auch das Ganze reversen lassen. Das heißt, wenn er dann einen Fehlausbruch, zum Beispiel bei News, hat man das ja irgendwie öfters mal, geht in die Richtung und läuft dann doch in die andere. Ne? Dann kann ich halt hier auf Reverse stellen. Und sobald dann halt jetzt ein neues Orderpaket gesetzt wird, dann wird es entsprechend gedreht. Ne? Das kann man damit auch machen. So, die Progression, das gilt nur für die Limit Orders. Das heißt, ich kann halt eine Progression noch reinstellen, so dass die Positionsgröße mit jeder weiteren Limit halt erhöht. So, Stop Loss kann ich hier entsprechend einstellen. Das heißt, da kann ich auch sagen, 1,5 ist jetzt zum Beispiel, ne, sieht man hier 8, irgendwas, 1,5, da hat er mir den Stop Loss auf 13 Punkte auch passend zur ATR dann halt gesetzt. Genauso wie Trailing Beginn kann ich mir hier einstellen lassen und die Trailing Distanz. Das alles kann ich halt damit machen. Hier neu dazugekommen ist halt Tick-Intervall. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch, wenn wir jetzt so einen Markt haben, der halt irgendwie nervös ist, nervös hin und her wackelt,
Dann kann ich zum Beispiel auch sagen, okay, pass mal auf, alle 25 Ticks aktualisiere mir das Ding mal. Und hier kann ich noch ein Average setzen, sodass er halt so ein bisschen geglättet ist, dass nicht mit jedem gezappelt. Hier haben wir jetzt leider gar nichts, ne? Ich meine, der Markt ist tot. So, aber das würde dann zu führen, dass wenn jetzt zum Beispiel halt hier Tickintervall 25 steht, dass jetzt alle 25 Ticks, egal ob jetzt eine neue Kerze da ist oder nicht, wird alle 25 Ticks wird die Order neu platziert. Ne? Das heißt, bei so einer Geschichte geht es ja darum, einen Markt, der möglicherweise gleich ausbricht, einzufangen. So, und wenn da nichts eingestellt ist, dann macht ihr das einfach mit jeder neuen Kerze, werden halt die Orders dann verschoben. Ich habe jetzt hier 5 Minuten gewählt, dann wäre natürlich 1 Minute ein bisschen cleverer gewesen. Das kann ich aber mal machen. So, wird sich ja gleich nochmal platzieren. Dann halt hier. Und das heißt, mit jeder neuen Kerze wird das entsprechend ja dann halt neu, werden die halt angepasst, die Position. Und hier kann ich halt zusätzlich sagen, alle 25 Ticks. Ja, also nur mal als Beispiel. Das heißt, wenn ich einen Markt habe, der vor News irgendwie nervös hin und her wackelt und dann werde ich nicht zu früh gefillt, sondern dann wackelt halt die Order entsprechend dann halt mit, bis es dann halt richtig losgeht. Das ist, glaube ich, für einen Breakout-Handel, gerade bei News oder wie gesagt, für Tweets und so weiter, gar nicht so doof. So, haben wir das wenigstens mal erklärt, ne? Wenn es jetzt auch ein bisschen schnell ging, aber man kann ja auch zurückspulen und einfach mal damit rumspielen. Nur eine kleine Ergänzung. Bitte keine weiteren Fragen anstellen. Wir haben noch wirklich sehr viele und wir machen gerne länger, nicht wahr, Dirk? Aber das muss natürlich auch im Rahmen bleiben. Machen wir das. Gerne. Selbstverständlich. Ja. Warum wird ein passiven Modus kein Orderbuch angezeigt? Keine Ahnung. Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Sollte aber doch eigentlich, oder? Wird es nicht? Muss ich mir angucken. Also, es ist, glaube ich, nicht wirklich Absicht. Kann ja gerade mal gucken, ob das nicht funktioniert. Ja, gut, ich bin jetzt hier auf dem Demo-Konto, da funktioniert das leider nicht wirklich. Da muss ich hier mal kurz umschalten. Dann kann ich mir das mal schnell angucken. Moment. So, ich habe es auch gerade mal gemacht und wird nicht angezeigt, ja. Okay. Und ja, was kann ich mir dann, wenn das so ist, ist eigentlich keine, auch keine Absicht. Das kann ich mir irgendwie dann mal notieren. Naja, es geht hier gerade nicht. Da ist irgendwie auch gerade noch was auf. Okay, gucke ich mir an. So, bin ich jetzt wieder richtig hier? Gucke ich mir an, auf jeden Fall. So. Gut. Wie kann ich die Nummer mit dem Wechsel vom aktiven und passiven Modus nochmal sehen? Leute, zurückspulen nachher. Nein, einfach hier oben. Lange gedrückt halten, dann kann ich hier in passiven Modus gehen oder es gibt tausend Möglichkeiten. Ich kann auch, ne, deswegen ist ja hier, das sind ja diese neuen Menüs, da steht auch drin Shift. Das heißt, ich kann es auch direkt mit Shift-Klick hier drauf auch machen. Ne? Das geht zum Beispiel. Und ich kann es im Menü selber umstellen. Hier. Auch das geht. Ne, bei Shift-Klick. Genau, das gehört zu den Menüs übrigens immer dazu. Die meisten haben halt irgendwie Shift oder Control beziehungsweise STRG. Und dort kann ich dann halt genauso, ich muss nicht übers Menü gehen, sondern da steht halt nochmal dabei, welche Taste ich gedrückt halten kann und dann erreiche ich das per Klick. So, MT5, wie kann ich einen Chart auslagern? Ganz einfach, glaube ich mal. Habe ich noch nie gemacht. Da, hier, über Dockt. Hier einfach anklicken und dann kann ich den Chart rausziehen. Das ist also nur, ne, dass halt das Häkchen weg ist. Nur macht jetzt hier keinen Sinn, dann wäre es auf einem anderen Bildschirm. Auch rechter Mausklick in den Chart selbst kann man das auch. Ja? Wo? In der Mitte. Ja, eins Ah, drunter dort. hier.
Genau, oder genau, Alt D. Okay. So, Scalping-Agent funktioniert im Single-Hedge-Modus auch nicht. Ja, das kann sein, das kann aber auch gut sein, dass es das Absicht ist. Genau, hier. Die Christina. Genau, das habe ich mir schon fast gedacht, nämlich mit der, na, wie heißt's? Strategische Order, Auto-Trading Genau, wurde nicht strategische Order, angezeigt. die gibt es halt nur in der Classic-Version. Das heißt, die Christina ist dann ein Direktkunde von mir. Das können wir per E-Mail mal klären. Schick mir mal eine Mail und dann finden wir da mal eine schönere Lösung. Weil die Silver Edition ist eigentlich nur so zum Schnuppern und aber kann natürlich mit der großen Version nicht ansatzweise mithalten. So, kann ich unter Order bearbeiten die LPO dauerhaft auf 0,25 einstellen? Müsste eigentlich, Moment, in Order bearbeiten? Nein, aber bei neuer Order. Na, also wenn ich halt hier Limit Pullback Wert einstellen will, einfach hier bei neue einstellen. Da geht das. Also da Und kann das man sollte auch auch. 0,25 einstellen, ja. Ja, gut, im Dow natürlich nicht, ne? Aber halt ein S&P, den habe ich jetzt hier nicht drauf. Dort kann ich natürlich dann die, immer in der Tick-Size von dem Underlying kann ich das entsprechend einstellen. So, wo finde ich die ATR-Bracket, wenn ich das auf Deutsch habe? Fragt der Lutz hier unter, genauso wo das auch bei Englisch ist, unter Robots. Quatsch, doch ja, unter Robots. Hier, Indikatoren, Stereo-Trader. Robots. So. Da war noch eine Frage, wo du jetzt gerade den DAO offen hast bezüglich der Darstellung des Kurses, ob man das Komma weghaben kann, anders einstellen kann. Welches Komma? Bei der Darstellung hier, schau mal bei dir, der Kurs. Da? Oder ein Da ist kein Punkt. Komma. Ja. Das ist doch gar kein Komma. Das Ich ist diese lese dir Tausender. vor, was hier geschrieben wurde. Ja, das ist die Tausender-Trennung, doch einfach nur. Mehr ist das doch gar nicht. Sowas konnte man tatsächlich, glaube ich, mal einstellen. Kann man aber, glaube ich, nicht mehr. Das ist doch schick. Tausender-Trennung. Also eigentlich, das Problem ist eigentlich eher die Geschichten hier, ne? Weil das ist ja eigentlich falsch. Also hier steht jetzt zum Beispiel 0,1. Das ist ja. In deutscher Sprache ist es ja eigentlich Quatsch, ist ja eigentlich falsch rum. Eigentlich müsste da null, da müsste ein Komma hin. Aber das kann man tatsächlich oder man kann es theoretisch umstellen, dass es nur nach außen hin deaktiviert, weil halt irgendwie viele sich dann nachher vertan haben, weil es gewohnt waren, eben MetaTrader typisch mit Punkt als Dezimaltrennung halt zu arbeiten, was aber eigentlich falsch ist. Aber grundsätzlich, bei mir ist auch ein Komma. Also beim DAX habe ich tatsächlich ein Komma. Ja, beim DAX ist ein Komma, ja. Aber hier ist doch kein Komma. Außer, Moment, 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 Moment. Pass mal auf. Das auf Englisch umstellen? Nee, auch nicht. Da sollte aber eigentlich eins sein. Nein, das ist einfach universell gehalten. Da kann doch kein Komma sein. Bin ich denn wahnsinnig? So, Nein, jetzt mache warte. ich den DAO auch mal bei mir auf. Kann doch nicht sein. Nö. Also, Herr Hilger, bei mir ist auch ein Komma. Echt? Das ist ja lustig. Das kann aber sein, dass der hier einfach nur die Ländereinstellung von der Kiste dann abfragt und dann da halt standardmäßig halt rangeht. Ist möglich. Herrgott, da muss man das mal anpassen auf die Ländereinstellungen. Also ich muss das mal anpassen. Kann ich auch den Chart im M3 anzeigen lassen? Keine Ahnung. Kann man das? MetaTrader 5, ja. Ja, geht. Ist dabei. Also hier auswählen, da oben nochmal. Falls zu schnell ging, Rechtsklick, Ja, Customize. oder mit rechter Mausklick in dem Chart.
geht, glaube ich, noch ein bisschen schneller. Wo? Timeframes, genau. Da Minuten, da sind die auch drin. Tatsache. Wenn man das öfters nutzt, dann kann man natürlich oben das Ganze dann einbetten. Gut, so, was fehlt noch? Wir haben einen nach hinten geschoben, ne? Den Genau, Rainer. Ist der Rainer ja. noch da? Oben sind noch zwei Fragen. Ist der Rainer noch da? Das will ich jetzt mal zuallererst wissen. Jo, er ist noch da. Also der Estimator ist ganz wichtig eigentlich, wenn man so ein paar Sachen auf den Prüfstand stellen will. Wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert bei mir jetzt halt hier auch. So, und zwar, es gibt ja so eine Aussage wie, ah, wenn die Amis kommen, geht der DAX immer long oder der Dow geht immer long oder weiß der Geier was, ja. Und dann nimmt man sich einfach hier eins von den Bots. Zum Beispiel gibt es ja hier dieses Beispiel Trade at Time. So, das ziehe ich jetzt einfach mal hier rein. Dann kann ich ja unten sagen, das ist nämlich dieses Beispiel sogar eingestellt. So, das Ding macht einfach nur einen Trade zu einer bestimmten Uhrzeit auf. Das ist Trade at Time. Dann kann ich halt sagen, Montag, Dienstag und so weiter und so fort. Ja, und was er machen soll, kaufen um 15:30 Uhr. So, wenn ich das jetzt aktiviere, dann kauft mir das Ding jeden Tag um 15:30 Uhr. Ja, also aufpassen, das ist ein Bot. So, ich kann den aber vorher testen. Und kann dann zum Beispiel hier auf Auto Trading gehen und gehe dann auf Estimation. Und dann wertet er mir nämlich aus, was da eigentlich passieren würde mit den jetzigen Einstellungen, wenn ich das jeden Tag laufen lassen würde. So, und dann kriege ich hier ein Ergebnis, wie man sieht, ne? Estimation Results, das heißt, es ist halt eine Ergebnisschätzung. So, wenn ich also jeden Tag um 15:30 Uhr kaufe und den Trade um 15:45 Uhr zumache mit einem Stop-Loss von 4, ist das mein Erfolgsergebnis. So, ich kann auch den Stop-Loss weglassen, das heißt, der schnappt sich hier die, und das auch mal, alles, was ich hier eingestellt habe, oder halt eben was mit dem jeweiligen Bot zusammenhängt, das schnappt sich das Ding und rechnet dann halt aus. So, das macht natürlich keinen Sinn, weil er halt einmal gekauft hat und das war's dann. So, aber ich mache jetzt zum Beispiel mal einen Stop-Loss von irgendwie 50 Punkten, nur mal als Beispiel. So, und aktiviere das mal. Und dann gucken wir, was da rauskommt. Und dann habe ich ein komisches Ergebnis. So, gut. Aber jetzt nichtsdestotrotz, ich will jetzt nicht hier im Detail jetzt hier auf die Einstellung eingehen, aber generell kann ich halt damit, kann ich halt einfach Sachen ausprobieren. Ne? Also halt eben genau solche Geschichten, solche Weisheiten, warum der jetzt halt hier irgendwie nur eine komische Kurve macht, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich irgendwo eine falsche Kerze oder so halt dazwischen. Die das Ergebnis gerade so ein bisschen verhunzt. Nochmal gucken, das interessiert mich jetzt ja dann doch. Eigentlich soll das ja so natürlich nicht aussehen. Ja. So, und kann natürlich auch hier die ganzen Einzeltrades, ne? Der guckt, hat jetzt dann eben 377 Tage getestet mit den Einstellungen und zeigt mir hier halt das Ergebnis an. Dafür ist der Estimator da. Das ist also ein Schnelltest, ein schneller Backtest. Ja. Das kann ich damit machen. So. Dann haben wir noch eine Frage, Dirk. Kann aber sein, dass ich das nicht mitbekommen habe. Das war einmal hier bezüglich API, Update Cluster und X-Frames, beziehungsweise Ja, da habe XMR-Filters. genau, da habe ich gesagt, bitte per Mail wir waren ja eh per Mail da schon in Kontakt. Okay, super. Dann die erste Frage, 17:53 Uhr sogar, bezüglich der Was? Installation. Was? Ich bringe es dem Exe unter Windows nicht zum Laufen. Oh je. Habe ich das auf dem Schirm? Ja, ich glaube ja, weil wir tatsächlich ist das jetzt ein paar Mal vorgekommen. Bietet keine Ausnahmegewinne. Jetzt zahlen Dank. Das müsste ich mir echt angucken, ne? Also dann auf dem Rechner, wo das passiert. Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist,
Aber das hatte ich dir schon beantwortet, ne, mit dem Framework, Nelson. Es gibt von Windows gibt es ein .NET Framework, so heißt das Ding, Genau, ne? Also, das haben wir auch entsprechend auch ausprobiert, hat nicht immer funktioniert. Und es gab auch, glaube ich, in der Gruppe die Lösung mit dem Eingabeaufforderung. Da werden wir versuchen, ob das okay. darüber geht. Ja, also das Problem ist, es gibt halt alles nicht so wirklich Sinn. MT5-SLD-Programm öffnet sich, welcome, bla bla, keine Auswahlmöglichkeit. Genau, also das Fenster startet und bevor man dann die Möglichkeit hat, auf Weiter zu klicken, ist das schon fertig, aber es hat nichts gemacht und man kann nur noch auf Done klicken. Okay. Aber wie gesagt, kenne ich natürlich nicht, ne? Also müsste ich dann echt auf der Kiste selber sehen. Muss ja irgendeinen schrägen Grund geben, warum das so ist. Das klingt ja fast irgendwie nach Makro. Okay. Gut. Genau, dann schau mal, ob wir. Ja, genau, da wolltest du, da hat der Teilnehmer jetzt auch nochmal geschrieben, wir dürfen es nicht vergessen. Von Horst, 18:03 Uhr. Wo ist er? Ach so, wo ist der Mehrwert gegenüber anderen Plattformen? Ja, also ich glaube, das ist kriegt man mit Sicherheit nicht in einem Satz gefasst. Also, ich stelle mir halt einfach mal umgekehrt die Frage. Also zum Beispiel mal zum MetaTrader 4, 5, also zum nackten MetaTrader oder halt eben auch zu anderen CFD-Plattformen, die da alle mal ganz hübsch und bunt sind. Gegenfrage: Was können diese Programme, was den Trade verbessert und das Konto schützt? Das ist die beste Gegenfrage. Und die Antwort wird sein, nichts, gar nichts. Und das heißt, und da ist halt das Ding, also erstmal von der Bedienbarkeit bin ich mit dem Stereo-Trader halt viel, viel, viel schneller. Ich habe jetzt hier auch schon ein paar Sachen ja auch gezeigt. Zum Beispiel kann halt hier nach Risiko handeln, ich kann irgendwie Trading-Stops aktivieren, ich kann irgendwie Strategien testen, ich kann Auto-Exit, ich kann dem sagen, wann er halt mich rein rauslassen soll. Und also das ist schon mal eine Geschichte hier mit Auto-Exit, das ist nur mal um ein Beispiel halt mal zu nennen. Da kann ich halt ganz, das ist nur eine von 1000 Funktionen, wo ich halt sagen kann, ey, hier, ich bin um 21:30 Uhr, will ich aber raus sein aus dem Markt. Das sind so Kleinigkeiten halt, ne? Und die aber das Leben halt leichter machen. Weil wenn ich einen Trade drin habe und will ich auch nicht irgendwie die ganze Zeit da aufs Handy irgendwie gucken und da rumdaddeln. Und wenn ich irgendwie gerade was Besseres zu tun habe, und so kann ich dem halt sagen, stell mich halt glatt um 21:30 Uhr. Kann das Ganze noch mit Orders kombinieren. Ja, also ich kann Teilverkäufe machen lassen. Ich kann Teilverkäufe trailen. Ich kann Teilverkäufe auflösen lassen. All das kann ich halt automatisieren. Und das sind im Wesentlichen zusammengefasst, sind es eben alles Funktionen, die dazu da sind, damit man besser in den Markt reinkommt und besser aus dem Markt rauskommt und sicherer eben auch im Markt unterwegs ist. Und ich glaube, abgesehen vom Design, womit ja nicht nur die Optik gemeint ist, sondern eben auch die ganze Bedienbarkeit, ist das halt so das Wesentliche, was man da an Mehrwert hat. Und ich glaube, das ist, ja, unterschreiben wahrscheinlich auch hier Limit Pullback Order, alle. Trail Ja, Order, die genau. Möglichkeit, Future-Daten mit dem CFD zu Ja, verbinden. also Also, es da gibt, gibt's also der einiges. Vergleich hinkt eigentlich sogar halt, ne, weil es ja eigentlich gar nichts Vergleichbares an Plattformen halt gibt. Also zumindest nicht jetzt hier im MetaTrader-Bereich an Interfaces, da gibt es ja gar nichts, was da mithalten kann. Aber generell im CFD-Bereich, da wird es halt verdammt eng, ne? Also da halt irgendwie überhaupt irgendwas Vergleichbares zu finden. Und der Vergleich ist dann eigentlich immer eher halt mit anderen Future-Plattformen, den sollte man dann halt eher mal ziehen. Und da macht es halt eigentlich mehr Sinn, ne? Weil da gibt es natürlich halt dann auch bei anderen Plattformen von den Funktionen natürlich auch die ein oder andere, aber dann vieles dann halt auch wiederum nicht, ne? Und der Stereo-Trader hat es schon so die Stärken halt eben auf dem schnellen Handel, auf der Übersichtlichkeit. Stichwort isolierte Strategien. Ich kann den DAO einmal halt scalpen und einmal halt gleichzeitig im Swing handeln und das in unterschiedlichen Charts, ohne dass sich die Orders überschneiden. Solche Geschichten, also was die Übersichtlichkeit halt angeht, das kann gar keine andere Plattform zum Beispiel.
Und aber wie gesagt, da muss man halt einfach gucken, wo ist dann eben auch der eigene Schwerpunkt und passt es halt zu mir, ne? Aber ich glaube halt so generell, wer jetzt halt irgendwie das aus dem MetaTrader nur kennt oder halt eben von ansonsten wenn man zum Beispiel vom anderen Broker kommt und hat da halt so eine schicke bunte Plattform dabei und wo dann versprochen wird, die ist ganz toll. Wie gesagt, mal gucken, was kann diese Plattform wirklich, was mein Konto schützt und mein Profit vergrößert. Und die Antwort wird fast immer sein, gar nichts. Muss ich leider genauso sagen. Das war aber eben auch genau der Grund, warum der SteoTrader ja auch entstanden ist, weil ich so gedacht habe, das kann doch nicht sein, ne? Und ja, und da setzt der SteoTrader halt an, ne? Um das eben halt gerade im Bereich CFD und Forex auf ein ganz anderes Level halt auch zu heben. Also in jeder Hinsicht, in puncto Sicherheit, in puncto Schnelligkeit, Komfort, Sicherheit hatten wir schon, ne? Wie gesagt, ein Ausstieg, alles Mögliche. Also die Liste ist wirklich endlos lang. Und da vielleicht auch einfach mal hier und da ins Webinar halt mal dazukommen. Wir machen ja halt dauernd Webinare und dann beim Live-Trading halt mal zugucken. Ich setze ja auch immer wieder eine Spezialfunktion ja auch ein im Stereo-Trader in den Live-Tradings. Dafür sind die halt unter anderem. Und ich glaube, da kriegt man ein besseres Gefühl dafür. Oder hier nur Kleinigkeiten, was der Orkan zum Beispiel liebt das, also Orkan Kuyas hat hier zum Beispiel halt Fibos. Ja? Ich kann mir einfach automatisch Fibos zeichnen lassen. Hier mit Knopfdruck rein, raus. Total simpel, ne? Kann aber auch die Fibos zum Beispiel, kann aber auch sagen, meine Handelszeit ist nur von 9 Uhr bis 17:30 Uhr und der rechnet mir die Fibos dann aber auch von 9 Uhr bis 17:30 Uhr, ne? Und muss halt nicht viel in der Gegend rummalen. Oder hier Symbollinien, so, der zeigt mir dann einfach per Knopfdruck an, ja, hier hat der Kassamarkt aufgemacht, da hat er letztes am Freitag halt zugemacht. Das sind alles Dinge, die das Leben halt wesentlich leichter machen, ne? Und mir einfach Stress nehmen im Trading und so weiter und so fort. Also Liste ist wirklich, glaube ich, ziemlich lang. Ja, hier Und es kommt gibt ganz den Dirk, sagt der Karl. genau. Und mich gibt's dazu, ja. Quasi. Hier kommt ganz viel Lob rein. Das ist natürlich wirklich schön. Das freut mich natürlich. So. So, also die Frage nochmal wegen Skype-Agent und Single-Hedge-Mode, das guckst du dir nochmal an Ja, oder ist es. ich habe hier eine Liste mit 4 Punkten, die habe ich mitgeschrieben, habe ich natürlich auf dem Schirm. Ne? Auch wenn, wir hatten auch letztens in der Gruppe, da war jemand etwas ungemütlich geworden. Leute, es ist immer so, wenn ein Fehler bekannt ist, ne, das wird nie unter den Teppich gekehrt. Nur, ich muss halt nach Priorität einfach vorgehen. Ne? Ich muss halt gucken, wenn zum Beispiel halt irgendwie irgendwo was Gravierendes ist. Also ist jetzt nichts bekannt, was jetzt irgendwie gravierend ist, außer vielleicht die Geschichte mit der Installation. Dann muss ich da natürlich zuerst dran, ne? Und auch sonst, wenn dann halt irgendwelche kleinen Hämmerchen mal irgendwie drin sind, das wird natürlich alles behoben, wird aber nach Priorität dann eben sortiert und es wird natürlich auch nicht dann unbedingt jeden Tag irgendwie neues Update geben, was da großartig angekündigt ist, ne? Aber generell, das wird alles bearbeitet und wenn es auch dann nicht so schnell dann halt mal aktualisiert ist, wie es sein sollte, aber trotzdem gerät es nicht in Vergessenheit. Großes Lob übrigens an Meta-Quotes vor allen Dingen an der Stelle. Wir hatten ja letztens, haben wir ja auch der eine oder andere mitbekommen, hier mit dem MetaTrader 5. Da gab es ja halt ein bisschen Stress, beziehungsweise ich musste da übers Wochenende halt, deswegen kam es ja zu Version 2.5.1 jetzt plötzlich, die da raus tun. Und weil da halt ein Update kam vom MT5. Aber es wurde tatsächlich alles behoben. Es gibt ja mittlerweile neue Updates vom MetaTrader 5. Und das ist auch wohl über die Chefetage dort gelaufen. Und deswegen hat man hat wirklich die Sachen aufgegriffen. Also das heißt, selbst wenn jemand das Update jetzt nicht gemacht hat, und also das von letzter Woche und jetzt dann halt mit einem neuen Update unterwegs ist, der kann auch noch mit der alten Version arbeiten. Also ist tatsächlich, haben sich die Jungs von MetaQuotes darum gekümmert. Das kann man ja auch mal lobend erwähnen. Das ist ja auch sehr schön. Haben die wirklich sehr schnell reagiert. Aber wo Ja. du das Stichwort Hammer gesagt hast, tatsächlich ist mir eingefallen, da war noch eine Frage. Ich möchte keinen unglücklichen Teilnehmer hier. Das ist aber wirklich auch die letzte. Und zwar, Dirk, kann man mit deinem Hammer-Indikator sämtliche Hammer im Chart anzeigen lassen oder ist das Ding nur für den Estimator gedacht? Nee, anzeigen lassen kann man sich da nichts. Das ist ja halt hier das
auch in den Samples, ne? Das Ding würde halt nur die Hämmer halt handeln. Also ein Hammer ist ja alles, was irgendwie eine Hammerform hat. Ein Shooting Star ist ein Hammer, der steht auf dem Kopf. Hanging Man ist ein Hammer, ein Hammer ist ein Hammer und was haben wir noch? Inverted Hammer. So, genau, hier steht es ja auch. Die kann ich hier nur handeln lassen und weil da gibt es ja halt so diese lustigen Lehrbuchweisheiten, am Hammer gehe ich long. Kann man hier, dafür ist der Estimator auch super, ne? Das kann man damit natürlich dann einfach ausprobieren. Geh mal am Hammer long. Das ist erstaunlich, was da rauskommt. Das ist ungefähr das schlimmste Signal, was es überhaupt gibt. Ein Hammer. Ein Hammer geht fast nie long, ne? Das ist total bekloppt. Wahrscheinlich, weil es in jedem Lehrbuch steht. Genauso wie Shooting Star quasi nie short geht. Da kann man eigentlich einen Pfeil oben dran machen, dann kennt man die Richtung und dann liegt man da schon fast besser. Das sind so Sachen, die kann man dann mit dem Estimator dann auch wirklich nett ausprobieren. Gut, Ja, dann haben wir wir haben es es, ne? geschafft. Dann Sehr haben wir schön, es mit sehr dem schön. Hammer. Dann, ja, dann möchte ich aber tatsächlich zuerst anfangen. Ich möchte mich natürlich bei dir an erster Stelle bedanken für alle Webinare 2019. Ich glaube, man hat es an der einen oder anderen Stelle gehört, dass es mir sehr viel Spaß macht, mit dir hier immer diese Veranstaltung zu machen. Und ja, freue mich sehr auf 2020 mit dir und SerioTrader selbstverständlich. Und natürlich aber auch ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer. Das Helpdesk-Webinar fast dreistellig ist. Das ist Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank für das Interesse, aber auch für die anderen Webinare, wo sie immer zahlreich erscheinen. Nur so funktioniert es und so, nur so macht es auch Spaß für die Referenten. Also ich hoffe, dass das dann in 2020 genauso sein wird. Ich habe noch drei Webinare diese Woche. Also bei mir ist das Auch noch schön. nicht vorbei, aber mit SteroTrader haben wir es dann geschafft. 7.1. geht es dann wieder los, lieber Dirk, mit Live-Trading. Dann, Sehr gut. falls du es noch nicht weißt. Und ja, falls ich den einen oder anderen Teilnehmer nicht jetzt in den nächsten Webinaren sehe, diese Woche, wünsche ich natürlich ja, schöne Feiertage. Kommen Sie gut durch. Und wenn Sie weiter handeln, natürlich noch ja, erfolgreiches Handeln, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und lieber Dirk, du hast jetzt das Schlusswort. SerioTrader 2019. Ja, und das Schlimme ist, ne, genau jetzt ist natürlich, genau heute funktioniert meine große Kamera hier nicht. Keine Ahnung, warum das ausgestiegen ist. Ja, kann mich aber dem Nelson nur anschließen. Hat sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr, die ganzen Webinare und freut mich natürlich mega, dass es halt alles so irre besucht ist mittlerweile. Und also wie der Nelson ja auch gerade schon gesagt hat, hier selbst Helpdesk sind wir jetzt ja schon irgendwie knapp im dreistelligen Bereich. Bei den NFPs sind wir im ganz tief dreistelligen Bereich. Da braucht FXLet demnächst eine neue Lizenz, wenn das so weiter zunimmt. Bei 500 ist nämlich dann Schluss. Und dann wird es dann halt eng. Es ist natürlich schön, dass es so angenommen wird. Freut mich natürlich total. Und an der Stelle wirklich dann auch klar mein Dankeschön für die Treue mit dem SteroTrader, mit FXLet. Und ich hoffe einfach, dass ihr. Soll ich sagen, ich hätte ja auch mal was vorbereiten können. Ich muss es wirklich spontan machen, ne? Aber ich hoffe halt einfach, dass ihr Spaß mit der Software habt, dass ihr in uns gute Partner habt, hier mit SteroTrader und mit FXFlat, dass ihr zufrieden seid. Und wie ihr wisst, wenn auch mal was nicht irgendwie ganz rund läuft, kommt immer wieder mal vor. Aber wir geben, glaube ich, irgendwie alles, damit halt echt alle dann auch irgendwo happy sind und zufrieden sind mit dem, was wir da tun, was wir leisten und was wir bieten. Und das wird sich auch in 2020 nicht ändern. Wir werden sogar mehr Webinare auch machen 2020. Auch mit dem SteroTrader geht es natürlich weiter. Vor allen Dingen in puncto Add-ons wird da halt noch was ziemlich Heftiges kommen. Beziehungsweise zwei Sachen, die ziemlich heftig sind. Aber ich werde aber keine Details verraten, aber es sind auf jeden Fall ja ziemlich, ja, also zwei Geschichten, die sich halt mit Sicherheit, die halt auffallen werden. Aber gut, kurze Rede, langer Sinn. Passt auf euch auf, passt auf eure Trades auf und habt vor allen Dingen eine schöne Zeit, eine schöne Weihnachtszeit, die dann jetzt da halt kommt. Und an der Stelle natürlich auch mein Dankeschön an FXLet, an den Nelson hier für seine Geduld immer mit mir in den ganzen Webinaren. Und ich freue mich auf 2020. Wünsche euch alles Gute bis dahin. Und sage an der Stelle dann halt auch schon mal schöne Feiertage für euch, eure Familien, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ist keine Drohung, ist ein Versprechen. Hätte ich jetzt eine Webcam, würdest du sehen, wie gerührt ich bin.
Ach, schön. Also vielen, vielen Dank euch oder Ihnen besser gesagt, aber ich glaube, da sind so viele immer dabei, dass man auch mittlerweile per Du ist. Also auf jeden Fall einen schönen Abend und ja, bis hoffentlich dann 2020. Tschüss zusammen. Ciao, Dirk. Ciao.